Jo, da sind wir da bei Zelda Skyward Sword. Und ja, ich würde gerne was essen. Ja, dort ist eine halbe Ewigkeit, bis es serviert wird. Oh, wie schade. Ich habe mich wieder hingesetzt, ein bisschen mit den Leuten geredet. Und mir eben noch einen Herztrank SV geholt in der leeren Flasche, die wir noch hatten. Und ich würde sagen, nun gehen wir mal zur Schule und gucken mal, ob dort jemand was über das Triforce weiß. Der alte Geronimo, keine Ahnung, wie der nochmal hieß, wollte ja so ein bisschen was für uns rausfinden. Mal schauen, was er denn bisher... Nee, oh, das hatten wir doch schon mal, oder? Dass wir zu ihm gegangen sind, weil er was rausfinden wollte. Schauen wir doch mal trotzdem nach. Irgendjemand hier im Wolkenort wird ja wohl wissen, wo das Triforce ist. Und diesen jemand suchen wir jetzt. So, schauen wir doch mal, ob er irgendetwas weiß. Dipora. Wie auch immer der heißt. Ja, anscheinend weiß er etwas. Hey. Link, hast du was Neues über Zelda rausgefunden? Sag schon. Sollst du der Kleinste weiß, ich will alles hören. Du kannst darüber noch nicht sprechen, ich verstehe. Es gibt Dinge, über die man nicht reden kann und dann soll man schweigen. Ich habe nämlich nachgedacht, Link. Es tut mir leid, mir anzusehen, wie du dich mit Seelen allein deinem Schicksal stellst. Ich bin nur ein alter Mann. Vielleicht kann ich dir gerade deswegen etwas helfen. Ich habe beschlossen, all mein Wissen mit dir zu teilen. Du kannst alles fragen, was du zum Wolkenhort wissen willst. Also. Was sagst du? Du willst wissen, was das Triforce ist? Woher weißt du? Die Wolkenschriften sagen leider nur sehr wenig darüber. Auf jeden Fall sehr rätselhaft. Es tut mir leid, da rede ich von meiner Weisheit und muss trotzdem passen. Sagst du irgendwas anderes? Ob es jemandem gibt, der mehr das Triforce erzählen kann? Ich befürchte, dass es hier im Wolkenhort keine solchen Personen gibt. Ein Moment, Link. Moment mal! Was kann ich dir geben? Vielleicht hast du von dem uralten Himmelsgeist Narisha gehört. Narisha ist seit ewiger Zeit der Hüter des der Wolken und zugleich ein wandelndes Lexikon. Ich bin mir sicher, dass der dir etwas zum Triforce sagen können wird. Wo ist er? Das ist eine wirklich gute Frage. Dir ist sicher schon diese riesige Sturmwolke aufgefallen, die vor kurzem aus dem heiteren Himmel erschienen ist. Es gibt ein Gerücht, dass Narisha in dieser Wolke eingeschlossen wäre. Ich hatte Meister Otus beauftragt, diesem Gerücht nachzugehen, doch dann kam die Sache mit Zelda dazwischen. Ich habe ihn noch nicht befragen können, aber vielleicht hat er bereits etwas herausgefunden. Vielleicht solltest du mit Meister Otus direkt nach Narisha fragen. Okay. Otus, wo bist du? Ich glaube, du wohnst irgendwie direkt nebenan oder so. Jo. Wow, grünes Zimmer. Na, Link! Wer macht das an der Super Zelda? Hast du gewonnen? Was? Wer? Narisha? Du hast mal auf direkt geredet. Narisha befindet sich in der Sturmwolke. Aber es ist nicht der Narisha, den wir kannten. Er ist ein Monster. Er mag Narisha wie meine Schau sehen, aber als ich mich ihm das letzte Mal näherte, hat er mich angegriffen. Narishas Blick war so voller Hass. Er hat sich verändert. Irgendwas ist geschehen. Das kann ich spüren. Wie? Du möchtest mit Narisha reden? Das ist unmöglich. Narisha ist im Moment für unsere Worte unerreichbar. Und selbst wenn du nah genug an ihn herankommen würdest, er würde dich angreifen, das wäre dein Ende. Was? Du willst trotzdem gehen? Nun, du willst das tun, um Zelda zu finden, oder? Gut, ich habe das Gefühl, du lässt dich davon nicht abbringen. Ich habe eine Idee. Komm mit. Okay. Hey. Irgendwas stimmt mit Narisha in der Sturmwolke nicht. Wenn du die Ursache für sein Verhalten beseitigst, kommt dein Narisha vielleicht wieder zurück. Also Link, ich bringe dir jetzt eine spezielle Vogelhalter-Technik bei. Den Tornadostoß. Der Tornadostoß ist ein starker Angriff. Mit seiner Hilfe kannst du Narisha sicher von dem Übel, das ihm befallen hat, befreien. Die Auswirkung ist im Prinzip nicht schwierig. Du musst nur A drücken, das ist alles. Allerdings wird dein Wockelvogel extrem schnell und dieser Zustand hält länger an als nach der normalen Attacke. Die Kunst, den Vogelflug stabil zu halten. Deshalb lernen nur die erfahrenen Schüler der Oberstufe diese besondere Technik. Für dich ist es eigentlich noch zu früh, aber wir wollen mal sehen, vielleicht bist du ja schon bereit dafür. Sprinte los und springe von hier ab, dann rufe deinen Wolkenvogel. Okay. Und jetzt? Also gut, Link. Wenn du auf deinen Wolkenvogel A drückst, dreht er sich und greift an. Du musst C-Ziele mit einem Tornadostoß durch die Drückung von A auslöst zerstören. Wenn du es schaffst, C-Ziele in 120 Sekunden zerstören, dann bist du ein wahrer Vogelreiter. Also dann fangen wir an. Oh ja, diese Mission.
So. Ach, toll. Natürlich mache ich es genau eine Sekunde zu früh, sodass er so gegenknallt. So, nochmal. Och, Mann. Also, vielleicht schaffe ich es ja noch. Den schon mal nicht zu treffen. Ach, diese Steuerung, ich mag dies nicht beim Fliegen. Ich glaube, ich kann es gleich nochmal versuchen. Kann ich neu starten? Hallo? Ich möchte neu starten. Das hat gerade gar nicht geklappt. Irgendwie treffe ich hier gerade gar nichts. Moment, ich muss ein bisschen weiter wegsetzen. So. Dann habe ich ein bisschen mehr Freiraum hier zum Fliegen. Wow, habe ich gut getroffen. Wow, ich habe 2 in 46 Sekunden geschafft. In noch 46 Sekunden übrig, meine ich. Wow, bin ich perfekt dran vorbeigeflogen. Ich sollte Scharfschütze werden mit meinem Vogel. Ach, ich fliege einfach hier so ein bisschen im Kreis herum. Es bringt doch eh nichts mehr. La la la, ouch. La 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 la. Wollte ich nochmal dagegen fliegen. La 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 la. Also irgendwie ging der Versuch mal ganz und gar nicht. Ja, komm. Nochmal bitte. Boah, war das schlecht. Ja, ja, ich möchte nochmal. Direkt. Ja. Dann spring. Okay, ich geh sterben. So, jetzt vielleicht mal. Ja, ja, wir kennen auch den ganzen Abbruch. So. So, 1. 2. Vielleicht läuft es jetzt ein bisschen besser. So. 3. So, das Ding als nächstes. Ne? Ne, jetzt hab ich den Kleinen da nicht erwischt. So, sind wir schon mal bei 5. Kleines bisschen besser als eben, wenn ich das mal so sagen darf. Jawohl. So, du bist der Nächste. Natürlich nicht. Das war nur eine Finte. Ich wollte nämlich dahin. Wo ist noch jemand? So, fliegen wir es ein bisschen hoch, um so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Oh, da ist sogar eins. Aua. Es tat ein bisschen weh. So, ich glaube, es sind noch die 2 bewegenden Ziele, ne? Nein! Komm her. Zu weit weg. Die Winkel sind einfach immer scheiße hier. Komm. Ja, ich hab dich gleich. Oh. Na, ach, leckt mich doch. Wie, Moment mal, das sind mehr als 10 Ziele? Moment, sind das mehr als 10? Ich habe gerade 2 von den fliegenden Dingern und, einen da oben noch am Stein gesehen. Da muss ich mich ja gar nicht nach diesen... Oh. Ja, ja. Halt die Fresse. Ich mach ja schon. Da musst du mich ja gar nicht auf die fliegenden Dinger konzentrieren.
So, ja, ich möchte nicht wissen, wie das geht. Ich weiß es schon. Nein, geh weg, Steuerung. Gut, dann leck mich mal, ihr kleinen Dummvögel. Ich mach mich hier nur auf die, die fest irgendwo sitzen. So, mal abbremsen. Umdrehen. Und den angreifen. Au. Tat ein bisschen weh, aber okay. Wieder einer mehr. So. Noch einer. Jawohl, der sitzt gerade gut. Ja! Erwischt. So, dann drehen wir hier nochmal um. Und zielen den da unten an. Und erwischt. So, ich meine, hier oben ist irgendwo noch einer. So, dann drehen wir mal ein bisschen. Und you're the next! Au! Das war wahrscheinlich ein bisschen schmerzhaft für den Vogel. So, jetzt schauen wir mal, wo sind da noch welche? Na, vielleicht kriege ich dich jetzt. Wow, das ging ganz gut. So, wo ist noch ein Ziel? Eins brauche ich noch. Da unten. Ich glaube, es sind... Nein! Ach, natürlich, da treffe ich dann... Die... Ich habe diesmal alle drei kleinen fliegenden Viecher erwischt. Mhm. Ah, sehr gut, du hast innerhalb des Zeitlimits 10 Ziele zerstört. Du wirst den roten Wolkenvogel wirklich meisterlich legen. Wirklich sehr gut. Du hast recht verdient, den Tornadoschuss einsetzen. Jetzt musst du Narisha nur noch finden. Der Besitzer der Kürbis verbringt Narisha jedes Jahr Kürbissuppe. Er müsste dir helfen können. Am besten fragst du ihn um Rat. Okay. So, jetzt haben wir auch den Tornadostoß. Oh, eine blöde Technik. Also nicht eine gute Technik, aber oh, dieses Lernen ist halt blöd. Na gut. Gehen wir jetzt zur Kürbisbar wieder. Und schauen doch mal, was der Kürbisbarbesitzer denn da so für uns hat. Der bringt ihm jedes Jahr eine Kürbissuppe. Der Narisha dürfte aber nicht mehr so viel, nicht so viel essen irgendwie, ne? Jedes Jahr eine Suppe nur. Ist nicht gerade viel. So, landen und rein. Rein. Wow. Ja, was ist los? Du sagst, als ob dir das berücken würde. Nun. Narisha? Ich kenne Narisha recht gut. Bring ihm jedes Jahr eine große Portion meiner Kürbissuppe. Doch vor einiger Zeit tauchte plötzlich so eine ganze Sturmwolke auf. Deshalb konnte Narisha dieses Jahr leider keine Suppe bringen. Ich bin untröstlich. Wirklich? Du wirst Narisha etwas von meiner Suppe bringen? Ist mir zwar schleierhaft, wie du mit deinem Vogel durch diese riesige Sturmwolke fliegen willst. Aber da er schon lange keine Suppe mehr hatte, wird dieses Mal besonders lecker würzen. Warte hier, ich werde mich beinahe in den Windeseile etwas Leckeres zusammenbrauen. Hier ist sie. Ich komme schon seit Jahrzehnten, aber dies ist wohl die leckerste Kürbissuppe, die mir hier gelungen ist. Jo. So, wo kommt der rein? Verehrter Fei, hier bin ich. Von wo bist du bitte reingekommen? Eine wirklich schwere Ladung dieses Mal, aber es geht in Ordnung. Ich schaffe das. Ich warte draußen auf dich. Gib nur einfach nur Bescheid, dann folge ich dir überall hin. Wie bist du mit dieser Kürbissuppe rausgekommen? Normalerweise biete ich Narisha meine Suppe auf meiner kleinen Insel innerhalb der Sturmwolke da. Kann sie gar nicht übersehen. Sie schwebt, über ihr schwebt ein Regenbogen. Viel Glück. Hm. Ja, gut. Durch diese Tür da könnte es vielleicht passen. Hatte jemand eine... Nein, hatte doch keine Sprechblase auf dem Kopf. Sagst du eigentlich irgendwas Neues? Der Linke. Verkauf es mir. Komm nachts in mein Zimmer. Typ ist creepy irgendwie. Der will, dass wir nachts auf sein Zimmer kommen. Nein. Na gut, dann wollen wir doch mal zu Narisha gehen.
So, Sturmwolke in der Richtung. Haben wir hier irgendwelche Schätze noch? Nein. Ich glaube, die meisten Artefakte der Göttin haben wir auch schon angeschlagen, sag ich mal. Ich wüsste jetzt gerade spontan nicht mehr, wo noch welche sind. Ja doch, in der Wüste von Ranel ist ja noch einer. An einer Stelle, wo wir halt noch nicht hinkommen konnten. So, dann holen wir uns den Turbo da. Oh, kleiner Vogel. Ich wollte schon sagen, wo ist der mit seinem Kürbis? Nee, Moment, der Turbo führt in eine andere Richtung, sehe ich gerade. Bring ihn einfach so dahin. Na, geh weg, Tornado. Wir wollen die Kürbissuppe nicht noch ein bisschen durchschütteln. Die ist so in Ordnung, wie sie ist. Die wird auch so sicher gut schmecken. So, einmal rein in die Sturmwolke. Und da unten sehen wir es schon. Den Ort mit dem Regenbogen. Und tschüss. Muss ich am Rubin halten. So, dann mal hier rüber. Und hier landen. Das sind so ganz viele Herzblumen. Stell dir Kürbis ab, in Ordnung. Das ist ein komischer Ort. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendetwas ganz Großes erscheinen wird. Ich mache mich dann mal auf Marker. Tschüss. Irgendwas passiert. Es wird dunkel. Nourisher. Mit vielen Augen dran. Großer Himmelsgeist, Nourisher. So wollte ich das nicht machen. So, wollen wir doch mal so einen Vogel holen. Und, au! Das war scheiße. Nee, ich möchte die Augen treffen. Man muss nämlich hier die Augen kaputt machen. So, fliegen wir mal so ein bisschen hin und her. Wow! Und... Na, daneben. Wow, Hilfe. Doch. So ein bisschen abbremsen. Und dann... Ui, du bist viel zu schnell, Kollege. So, Auge Nummer 2. So, auf der Seite. Bremsen wir ein bisschen ab. Und fliegen mal hoch. Denn da sind ja noch mehr Augen, die auf uns warten. So, das war Nummer 3. Autsch. Wir sollten Arisha am besten nicht berühren, denn das ist sehr schmerzhaft, wie wir eben schon gesehen haben. So, da haben wir wieder eins und Viech. Wow! Pass mal mit deiner Schwanzflosse auf. So, und... Ah! Jetzt habe ich keine Turbo-Dinger mehr. Auch jetzt wäre das doch in Reichweite, oder was? So, warten wir ein bisschen. Nein, das war wieder scheiße. Au. So, schnell wieder dahin. Na, komm. Musik gefällt mir auch hier sehr schön. Ah... Komm. Fast. Ich hoffe mal, die Augen wachsen nicht wieder nach oder so. Nein. Flieg mal gerade.
Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Dein Flugschein? Ja! Da haben wir den dritten, vierten. So, jetzt sind wir schon da oben auf seinem Rücken, ist was? Das heißt, wir wollen doch jetzt mal direkt zusammenrücken. Wir wollen ihn erstmal wieder finden. So, dann hier schnell runter. Und abspringen. Wow. So. Und hier haben wir den wahren Boss. Und zwar... Den fauläugigen Riesenparasit Baras Baras. So, wie ging's nochmal? Genau, wir mussten die... Das ist so nach Ganondorf-Manier. Einfach seine Schüsse zu ihm zurückprallen. Aua. Einfach auf ihn zurück und dann können wir draufhauen. Wow. Würden wir es zuerst direkt auf ihn machen, würde er, glaube ich, mit seinen... Aua. Würde er es, glaube ich, mit seinen Viechern da an der Seite direkt abprallen. Na, wie geht's denn so? Rotz mich nicht an. Also an sich ist das hier relativ einfach. Der schwerste Teil ist wirklich das mit dem Fliegen, finde ich jedenfalls. Weil ich nicht so gut fliegen kann. So, das war der zweite. Na? Komm her. Und noch ein Himmelstrahl mit abgefeuert. Oh, nochmal brauchst du. Ah, jetzt bewegt er sich auch noch weg. Und will bloß nicht treffen. Ach, jetzt habe ich in die falsche Richtung geschlagen. Na? Jetzt habe ich gar nicht geschlagen. Also doch schon, aber ein bisschen spät. Oh, jetzt hast du dich gar nicht mal wegbewegt. So, war's das? Nee, du willst noch mehr. So, hier. Jetzt aber. Immer noch nicht. Da hat es mich wieder erwischt. Ich möchte mich aber noch nicht heilen. So, das war's. Wir haben Baras Baras, den Riesenparasit. Den fauläugigen Riesenparasit. Besiegt. Und damit ist Nerisha wieder frei. Jetzt hört der Regen hier drin auch so langsam auf. Und ihm geht's auch wieder super. Du warst es, der mir meine geliebte Kürbissuppe... Du warst es, der mir meine geliebte Kürbissuppe brachte. Du hast mich von diesem Monster gerettet, das meinen Geist und meinen Körper befallen hat. Druck meiner geliebten Suppe hat mich hierher geführt. Ich danke dir, Jüngling. Ich bin Nerisha, ein Diener unserer Göttin Hylia, und ich herrsche über das Wolkenmeer. Hm? Verstehe, dein Name ist also Link. Ein klangvoller Name, fürwahr. Deine Eltern haben ein gutes Gespür bei der Wahl deines Namens bewiesen. Oh, dieses Schwert. Die Kraft ist in deinem Herzen. Bist du etwa der auserwählte Held, Link? Kann es tatsächlich sein? Wenn dem so ist, kommst du wohl, um mich nach dem Triforce zu fragen. Ja klar. Meine Vermutung ist also korrekt. Dann will ich dir etwas erzählen. Wie du weißt, unternahm die Göttin alles, damit das Triforce nicht in die Hände der bösen Mächte fällt. Und aus diesem Grund hat sie es im Wolkenort versteckt, an einem Ort, den niemand kennt. Selbst ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet, doch die Göttin gab mir einen Hinweis. Es handelt sich dabei um ein Lied für die Lyra, die du bei dir trägst. Es trägt den Namen Heldenlied.
Das Heldenlied ist so etwas wie der Schlüssel zu dem Ort, an dem das Triforce verborgen ist. Doch die Göttin hat das Lied in vier Teile, vier Stimmen aufgeteilt. Eine der Stimmen kenne ich, doch die anderen drei wurden an die erhabenen Drachen des Erdlandes weitergegeben. Du musst die drei Stimmen des Heldenliedes jeweils von den drei Drachen erlernen. Wenn du alle drei Stimmen hast, komm zu mir und ich singe für dich die letzte fehlende Stimme. Hast du verstanden? Besuche die drei Drachen im Wald von Firone, am Vulkan Eldin und in der Wüste Ranel. Okay. So, jetzt möchte ich jetzt mal kurz nochmal zu der Regenbogeninsel gehen, um mich mal fix zu heilen. So, jetzt müssen wir nochmal zu jedem Drachen und uns von ihm ein Lied beibringen lassen. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass wir es sicher nicht umsonst machen werden. So, schnell heilen. Ein paar Herzchen hier. Hier. Komm. Und an der Stelle gibt es halt leider diesem Spiel einen Glitch, der einem davon abbringen kann, das Spiel zu Ende zu spielen. Ja, das ist leider sehr doof gemacht, Nintendo. Aber kann man nichts machen. Ich werde euch nicht den Glitch zeigen, das war ja ziemlich scheiße, das zu tun. Aber ich werde euch zeigen, an welcher Stelle der ist und wie man ihn auslösen kann. Oder eher besser gesagt, wie man ihn verhindern kann dann auch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Auf dieser Insel kann man auch ein kleines Minispiel machen. Und ich glaube, das geht jetzt, da wir die Insel befreit haben. Oder? Ging das noch nicht? Anscheinend noch nicht, aber hier können wir uns... Ne, komm, noch mal ein bisschen heilen. Na gut, wahrscheinlich... Warst du eben auch schon da? Ich kann ja mal gucken, vielleicht sind ja irgendwo noch Herzen. Moment. Das sind Herzen. Herzen. Ach, ich brauche keine mehr. So, wieder da drauf. Wir sind wieder voll genug. So, wir sollen jetzt halt die drei Drachen suchen. Ach, da komme ich wieder raus. Okay. Nee, da komme ich rein. Da komme ich hin. Da komme ich raus. Also, die drei Drachen. Ich würde es einfach mal, um überhaupt den Glitch zu verhindern. Also, der Glitch entsteht, wenn man den Drachen von Ranel zuerst macht. Und dann halt anschließend... erinnert euch vielleicht noch an den Goronen, der da, als wir auf dem Weg zum Sandmeer waren, der da vor diesem versperrten Eingang saß und meinte, er will hier was finden. Wenn man den Teil des Drachen von Ranel zuerst macht und dann mit diesem Goron spricht, kann man das Spiel nicht mehr weiterspielen. Weil dann kann man in Firon und in Eldin die erforderlichen Sequenzen nicht mehr aktivieren. Deswegen, einfach um ganz sicher zu gehen, macht man den von Ranel einfach als allerletztes. Ich habe damals auch gar nicht mitbekommen, dass es diesen Glitch gibt, weil ich einfach in der Reihenfolge gemacht habe, wie ihr es mir gesagt habt. Firon, dann Eldin und dann am Ende Ranel. Und das war auch einfach so meine Reihenfolge, weil in der Reihenfolge haben wir auch die Gebiete ganz am Anfang gemacht. Von daher habe ich mir gedacht, okay, machst du die mal in der Reihenfolge. Deswegen, so, aber ich werde hier erstmal in Wolkenor zwischenlanden. Immer um mich zu heilen und zum Speichern. Und sonst, ja, und um Schnitt zu machen. Da ist irgendwo hier eine Bank. Können wir es mal schnell ein bisschen hinhocken? Hm, hast du eine Blase auf? Du hast eine Blase auf dem Kopf. Warum hast du eine Blase auf dem Kopf? Ja. Und True sagte, dass er in der Sturmwolke ein wahres Insektenparadies entdeckt hatte. Er mag diese Tierchen sehr. Ah, okay. Gut, damit hatten wir das auch freigeschaltet. So. Nein, ich wollte mich hinsetzen. Kann man das hier nicht? Doch. Ah. Eine schöne Aussicht. Fast. Egal. So, wir sind wieder voll. Wir können speichern gehen. So. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir doch mal, was sich im Wald von Firone da bei dem Drachen, was uns da beim Drachen erwartet. Bis dann.
Ciao.